So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Gewiss. Auch wenn es jetzt hier aus dem Berlingo gestreamt wird sozusagen, geht es heute wieder mal um den Mustang. Ich hatte den vor kurzem mal geschafft zu waschen und dann musste ich ihn schon, obwohl ich das jetzt nicht so geplant hatte, schon zweimal fahren, aber die Folie, die beziehungsweise der Folienkleber ist noch drauf. Jetzt aber mal zwischendurch bin ich bei der Felgenmanufaktur Leipzig und hole meine Sommerfelgen und Räder wieder ab. Die hatte ich hier abgegeben. So, wir sind zurück in der Garage. Die Räder stehen jetzt schon alle hier bereit. Jetzt kommen die Winterräder runter, die Sommerteile drauf. Ich zeige euch mal kurz, was die Felgenmanufaktur Leipzig hinbekommen hat. Das ist jetzt in. Vorher waren die silber und zerschrammt. Das ist außen. Einfach nur richtig geiles Finish und richtig super Arbeit geleistet. Das Ding in der Mitte, das muss man jetzt mal ein bisschen ignorieren. Das ist noch von den alten Rädern. Die haben jetzt einfach die Cap wieder drauf gemacht. Ich habe da noch keine neuen, beziehungsweise werde ich jetzt einfach die von den Winterrädern nehmen. Also, wie gesagt, Felgenmanufaktur Leipzig, richtig geile Arbeit. Und jetzt packen wir die Sommerräder drauf. So, den Folienkleber zu entfernen geht echt mühsam voran, in dem Sinne, weil das Wetter einfach die letzten Wochen richtig schlecht war. Also jetzt wieder, jetzt regnet es schon wieder, es ist halt bloß diesmal nicht so arg kalt. Ist ein bisschen deprimierend, ich komme einfach nicht voran, weil immer wenn ich Zeit habe, ist halt wirklich Kackwetter. Ich muss es außerhalb der Garage machen, weil dieser Klebeentferner echt extrem auf die Atemwege geht. Tja, also ich kam jetzt nicht weit voran, auch wenn es jetzt so tröpfelt, sehe ich nicht, was ist jetzt davon das Zeug, was ich drauf gesprüht habe und was sind Regentropfen. Dann durch dieses Abschüssige läuft das dann auch noch nach vorne von der Motorhaube runter. Ich muss dann gucken, dass es da nicht so unbedingt dolle in diese Rille reinläuft. Ist einfach super toll wieder. Wird sich also noch ein bisschen ziehen. Mal gucken, wann ich dann das nächste Mal mal weitermachen kann, wenn mal irgendwann in diesem Land mal wieder Sonne scheint. Jetzt muss er erstmal raus aus der Garage, weil wir kriegen hier noch morgen ein großes Klettergerüst für die Kleine geliefert. Das werde ich dann hier in der Garage zwischenlagern. Also es werden jetzt immer mal solche und solche Projekte kommen. Was gibt es ansonsten zum Mustang Neues? Ich habe jetzt mit GW Design gesprochen, ob die vielleicht mal ein geiles Design entwerfen können. Habe so ein paar Ideen meinerseits da schon mitgebracht, wenn mein Instagram-Kanal verfolgt. Hat vielleicht schon mal meinen ersten Entwurf dazu gesehen. Bin ganz gespannt, was die Alex da baut. Wir planen noch vor dem Mustang-Event das Ding vollfolieren zu lassen. Das wäre jetzt erstmal so das, was jetzt mal Neues ist, zumindest zum Mustang. Ich komme halt irgendwie wieder mal, immer noch, keine Ahnung, unverändert, immer zu nichts. Ja, Folienkleber entfernen dauert also noch.